Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Channel. Und heute habe ich mal eine besondere Nachricht für euch, ein besonderes Video. Denn wir sind beim Davi Cup 2015 dabei. Das ist einfach ein FIFA-Turnier organisiert vom Davinator LP. Da gibt es 10 Teilnehmer zu je 2 Gruppen mit je 5 Teilnehmern. Ja Freunde, das Turnier, ja wie soll ich sagen, das Turnier beginnt dann sozusagen nächste Woche. Genaue Daten oder Informationen, Regeln und so habe ich noch nicht ganz genau parat. Deswegen will ich auch noch nicht zu viel verraten. Ich denke, es wird auch noch ein Infovideo auf meinem Channel in nächster Zeit folgen. Aber eins kann ich euch schon mal sagen. Das Team, mit dem man startet, also man spielt eine ganz normale Gruppenphase bis ins Finale. Und das Team, mit dem man eben ins Turnier startet, mit dem man dieses Turnier bestreitet, das wird durch eine Buy First Guy Challenge bestimmt sozusagen. Also man sucht sich das Team mit Buy First Guy aus, das werden die meisten von euch kennen, einfach Transfermarktsuche und den Spieler muss man dann nehmen. Das darf ich jetzt gar nicht schneiden, sonst könnte ich ja, sag ich mal, betrügen. Ich meine, ich würde es natürlich nicht machen, aber es gibt immer wieder Leute und deswegen finde ich das noch gut, dass man das ungeschnitten hochladen muss. Ja, Freunde, auf jeden Fall wird es dann so sein, dass wenn man selbst ein Spiel gewinnt, gegen einen Konkurrenten halt, dann darf man sich einen Spieler, der das eigene Team verbessert, darf man sich dann vom Gegner aussuchen. Und wenn jetzt ich hier zum Beispiel Fabregas habe auf der zentralen Mittelfeldposition, der Gegner hat, ich weiß nicht, Matic Team of the Season dort, dann kann ich mir Matic nehmen, dann muss der Gegner aber Fabregas nehmen. Also wenn ihr wisst, was ich meine, wenn man verliert, kriegt man den Spieler, den der Gegner nicht mehr haben will. Also das wird im Infovideo noch ganz genau erklärt, aber auf jeden Fall, ich kann mir, wenn ich gewinne, einen Spieler vom Gegner aussuchen und der Gegner bekommt meinen alten Spieler und andersrum ist es genau dasselbe. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem Buy First Guy. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig für das ganze Turnier. Wenn ich da jetzt abkacke, dann schaut es nicht gut aus. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem ersten Spieler, zentraler Mittelfeldspieler wird. Zumindest ein Goldspieler. Ich denke, ich schreibe mir das lieber auf, sonst vergesse ich das hier, wenn man das hier jetzt nicht schneiden darf. Also haben wir hier Perez im zentralen Mittelfeld. So, weiter geht's dann mit dem linken Verteidiger. Und da haben wir, ach du Kacke, einen Bronzespieler. Das ist echt sehr, sehr schlecht. Das kann echt schlechte Folgen haben. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem Innenverteidiger. Es ist richtig, richtig spannend für mich. Und der Innenverteidiger wird Garay in Form, nicht in Form, Team of the Season. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, das schreiben wir gleich mal auf. Das, ja, das könnte unsere Verteidigung natürlich auf Rad und Trab halten. Nein, nicht Rad und Trab, keine Ahnung, wie man das sagt. Auf jeden Fall haben wir Garay oder Garay in der Innenverteidigung. Das ist auf jeden Fall stark. Dann gehen wir weiter mit dem nächsten ZM. Und da haben wir Kagawa Inform, what the hell. Ich weiß nicht, ob ich mir die ganzen Informs holen kann, denn links oben könnt ihr sehen, ich habe nicht so viele Coins. Aber dann werde ich mir einfach die normale Version holen. Ich denke, das ist kein Problem, das ist ja nur eine Verschlechterung für mich und nicht für die Gegner. Und somit würde ich dann sagen, machen wir weiter mit dem Torhüter. Und da, nicht Dream Squad, da bekommen wir, ach du Kacke, Mann, das ist so eine wichtige Position. 250 Coins gekauft. Und jetzt ist das hier der Beweis, dass ich nicht betrüge, dass ich das nicht zum fünften Mal aufnehme. Denn sonst würde ich das jetzt einfach nochmal machen und hoffen, dass ein besserer Keeper kommt. Aber ich mache das einfach nicht. Ich finde das nicht gut. Sowas macht man einfach nicht. Betrügen ist einfach ungut. Ja, Freunde, dann machen wir weiter mit dem Innenverteidiger. Leider haben wir 2 Bronzespieler auf sehr wichtigen Positionen, beziehungsweise der Tormann, der ist echt wichtig. Und dann machen wir weiter mit dem zweiten Innenverteidiger. Und da haben wir Piqué. Das ist ein starker Mann, der nicht viel kostet. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Innenverteidigung. Ja, Freunde, dann gehen wir weiter mit dem nächsten ZM. Und da haben wir einen Silberspieler, Blondel, was ist das für ein Name, Blondel, alter Verwalter, Blondel, wie kann man so heißen, ja, okay Freunde, leider auch wieder ein Silberspieler am Start und dann gehen wir weiter mit dem Rechtsverteidiger, Transfermarktsuche und wir bekommen, alter, das ist so Pech, das gibt's gar nicht. Boah, ich habe es nur kurz ausprobiert, um zu sehen, so was für Spieler gerade so im Umlauf sind und ich habe nur goldene Spieler bekommen. Und jetzt bei der Aufnahme bekomme ich so viele schlechte Spieler. Das ist richtig, richtig schlecht. Und dann kommen wir zu sehr wichtigen Positionen, nämlich dem rechten Sturm. Und da muss jetzt was Gutes sein. Und es ist Quaresma in Form. Das ist wirklich gut. Quaresma in Form, das kann man sich doch schon mal gönnen. Vielleicht wird es auch der normale
Quaresma werden. Das müssen wir uns nochmal ansehen, aber das ist auf jeden Fall eine mega gute Verstärkung für unser Squad. Ein weiterer 5-Sterne-Skiller zu Bolassi Team of the Season. Ach ja, wie gesagt, jeder hat einen Team of the Season natürlich, mit dem er das Turnier bestreitet. Und ja, von daher gehen wir weiter mit dem Stürmer und somit der wichtigsten, einer der wichtigsten Positionen im ganzen Spiel. Das ist auch schon der letzte Spieler. Transfermarktsuche in 3, 2, 1, go! Und wir bekommen Remy, das ist ein richtig starker Spieler, immerhin kein lulliger Bronzespieler. Remy ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, den schreiben wir uns gleich mal auf. Und ja, Freunde, dann würde ich eigentlich schon sagen, sehen wir uns auch schon, wenn ich das Team zusammengebaut habe. Also ist alles ungeschnitten hier abgelaufen, ich habe nicht betrogen, 3 Bronzespieler sagen auf jeden Fall aus, dass ich hier das ganz ehrlich gemacht habe. Der Torwart natürlich ein mega schlechter Mann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim vollendeten Team wieder. So, Freunde, da haben wir dann auch schon das fertige Team. Und ja, Freunde, vorher war das, glaube ich, so. Aber man darf die Spieler tauschen. Ich habe nochmal extra nachgefragt. Somit haben wir eine 50er Chemie. So hätten wir nur eine 44er Chemie. Ja, eine 50er Chemie ist jetzt nicht so berauschend. Ich füge jetzt noch einen Manager hinzu. Welche Liga sollten wir denn dann nehmen? Was wäre denn ganz praktisch? Ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal den Yogi Löw. Dann haben wir eine 51er Chemie. Das ist auf jeden Fall sehr schlecht. Ja, das ist nicht akzeptabel. Das ist wirklich schlecht. Aber, ja, 47er Goalkeeper ist natürlich auch nicht so stark, aber an sich, ja gut, wir haben Quaresma und Remy, also der Sturm mit Bolassi ist dann natürlich so, schon sehr overpowered, das kann man auf jeden Fall mal machen. Und ja, Freunde, es wird doch kein Infovideo von mir folgen, denn ich werde euch jetzt den Link zum Infovideo vom Davinator LP in die Beschreibung packen. Da würde ich euch raten, nur bis zur 2. Minute ungefähr zu schauen, denn dann macht ihr auch sein eigenes Team schon. Also schaut einfach beim Link in der Beschreibung vorbei, beim Davinator LP. Dort gibt es eben ein Infovideo, da muss ich das nicht mehr machen. Der erklärt das wirklich gut. Und ja, Freunde, da will ich eigentlich schon sagen, war es das auch schon mit dem Video. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Falls ich noch was vergessen habe, sage ich es vielleicht am Ende noch. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, der Davi Cup wird euch gefallen. Und dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA All Stars.